die unbequemen Themen meiden. Ja, nee, also Sie sagen immer, die NATO habe noch niemanden bedroht. Die USA gehören zur NATO. Wir reden aber von der NATO. Ja. Wenn Sie ernsthaft sagen, die USA hätten noch nie aber jemanden wir reden bedroht. Von der NATO. Ja, ich bin doch kein Verteidiger amerikanischer Außenpolitik seit 200 Jahren, sondern ich rede nur von der NATO, seitdem es sie gibt. Wir dürfen die Doppelstandards... Sie hat auch übrigens die deutsche Freiheit. Ja. Wir dürfen die Doppelstandards nicht endlos weiterführen, sonst werden wir nie zum Frieden beitragen. Wohin? Ich bin der Meinung, Entschuldigung, dass Putin ein Kriegsverbrecher ist. Ich bin aber auch der Meinung, dass Herr Biden ein Kriegsverbrecher ist. Das würden Sie nie unterschreiben, weil Sie Doppelstandards haben. Serbien. Also es gibt eine Aufnahme von Biden, wo er im Kongress steht und sich dafür feiert, dass er einer der Ersten war, die gesagt haben, dass man Belgrad bombardieren soll. Also, das ist doch wohl offenkundig. Er hat zum Beispiel den Irak... Herr Lafontaine, Sie müssen mir es ja gar nicht unterstellen. Wenn ich es jetzt tue, dann... Herr Lafontaine, Sie nennen gerade einen Beleg. Also jetzt muss ich Sie mal unterbrechen, nicht, dass Sie das noch ausführen. Hilfe, sonst stehe ich da wieder ein Idiot da. Dürfen Sie sagen, aber Sie müssen es mir jetzt nicht pauschal unterstellen. Gut, ich frage Sie dann, ist Biden ein Kriegsverbrecher? Oder sind US-Präsidenten jemals Kriegsverbrecher? Wir bleiben bei Biden. Joe Biden ist kein Kriegsverbrecher, selbstverständlich nicht. Bush auch nicht, der Jüngere. Bush ist kein, nein, ist kein Kriegsverbrecher. Ja, gut. Das knippe ich und stelle es auf YouTube. Joe Biden ist kein Kriegsverbrecher, George Bush ist kein Kriegsverbrecher. Das ist so jenseits jeder Realität. Also Bush, ihr kennt ihn, ist für die Kriege in Afghanistan und im Irak verantwortlich. Natürlich ist das ein Kriegsverbrecher. Biden hat die Kriege in Serbien, im Irak, in Afghanistan als Senator immer unterstützt und als Vizepräsident von Obama war er mitverantwortlich für den Libyen-Krieg. Ein völkerrechtswidriger Regime-Change gegen Gaddafi. Es gab zwar ein UN-Mandat, aber das berechtigte den Westen nicht dazu, Gaddafi auszutauschen, was der Westen dann gemacht hat. Dann brauchen wir nicht weiter zu reden. Dann doch, überlasse reden, ich das dem Publikum. Wir reden schon. Nicht jede Völkerrechtswidrigkeit ist ein Kriegsverbrechen. Es führt uns auch jetzt nicht. Nicht jede Völkerrechtswidrigkeit ist ein Kriegsverbrechen. Wenn die USA also beispielsweise gerade die syrischen Ölquellen besetzen und dort immer wieder, ja, die lokalen arabischen Stämme bekämpfen und denen auch Verluste zufügen, dann ist das alles kein Kriegsverbrechen, obwohl die USA sich da völkerrechtswidrig aufhalten. Nein, 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 nicht jede Völkerrechtswidrigkeit ist ein Kriegsverbrechen, das ist sie nur, wenn der Russe sie begeht. Nicht weiter. Das ist jetzt Rechthaberei. Widrigkeit ist ein Kriegsverbrechen. Es führt uns auch jetzt nicht weiter. Ey, das ist so genial. Hört euch das nochmal an. Also... Völkerrechtswidrigkeit ist ein Kriegsverbrechen. Es führt uns auch jetzt nicht weiter. Wir reden schon weiter. Klippt das und stellt es auf TikTok, YouTube und so weiter. Der Röttgen hat sich hier so selbst auseinandergenommen. Übrigens, zum Röttgen gibt es noch Folgendes Interessantes zu erzählen. Er gehörte 2022 zum Präsidium der Deutschen Gesellschaft für, für Auswärtige Politik. Das ist eine Denkfabrik, die ein Papier rausgebracht hat, wo sie eine Militarisierung der Gesellschaft mitsamt Wiedereinführung der Wehrpflicht, das nennt sie jetzt Resilienzpraktikum, fordert. Also dazu wird auch bald ein Video auf meinem Erstkanal herauskommen. Also auf diesem, da befinden wir uns mittlerweile. Und solche Kriegshetzer, die auch bestens vernetzt in solchen Denkfabriken sind, die sprechen jetzt Joe Biden oder George W. Bush von den Kriegsverbrechen, die sie eindeutig begangen haben, frei. Nein, wir stellen nur fest, wen sie... Das Öl ist zu wichtig, um es den Arabern zu erlassen. Kissinger hat auch in Chile, als er den Putsch gegen Pinochet unterstützt hat, gesagt, dass man das Schicksal, dass die Chilenen so unverantwortlich seien und man ihnen auf keinen Fall das Schicksal ihres Landes überlassen könne, da es durch ihr Unvermögen drohe, in den Sozialismus abzurutschen. Also musste man Allende leider wegputschen, demokratische Wahl hin und her, war halt ein Sozialist. Der Kriegsverbrecher. Nein, also über Kissinger gibt es so viel zu erzählen. Auch die Flächenbombardements der USA in Vietnam und Laos. Also übrigens entscheidend im Ball oder Kambodscha. Also das ist alles auf Kissingers Mist mitgewachsen. Also das war einer der schlimmsten Kriegsverbrecher der US-amerikanischen Außenpolitik. Es geht doch darum, was wir heute für eine Position... Und Sie haben doppelte Standards. Nein, aber das ist kein Beitrag zum Frieden. Herr Lafontaine, wir reden über Krieg heute. Wir haben jetzt Krieg. Es wird jetzt... Die USA halten jetzt die syrischen Ölfelder besetzt. Wird darüber geredet? Nein. Getötet. Es gibt einen Aggressor. Und dann reden Sie über Kuba und über George W. Bush. Ja, in Syrien sind das die USA und sie halten immer noch die syrischen Ölfelder besetzt. In Teilen von Syrien herrscht immer noch Krieg.
Das hat alles damit begonnen, dass der Westen Assad beseitigen wollte und deswegen islamistische Terrorbanden ausgerüstet hat. Die Vergangenheit. Es geht darum, was ist heute die Lage und was ist heute unsere Verantwortung. Wir können auch und sollten über uns. Ja, Syrien wird auch heute noch durch westliche Sanktionen traktiert und am Wiederaufbau gehindert. All das passiert auch heute, aber über all das wird nicht geredet. Es wird nur darüber geredet, wenn der Russe heute etwas Böses macht. Dann darf man auf keinen Fall mal andere Fälle aufzählen. Und wenn man dann über die anderen Fälle reden will, dann müssen wir doch lieber wieder über den Russen reden, denn das ist ja der eigentliche Böse.